Nicht nur zu radeln, sondern wie Jürgen gerade schon sagte, ein Team muss zusammenfinden. Also ich glaube, die Erschöpfung ist bei jeder Person ganz anders. Ja. Klar, das macht natürlich was, wenn man so 55 Kilometer radelt und sich auch intensiv mit Menschen austauscht und gleichzeitig wird man ja auch an seine eigene Geschichte erinnert. Also bei mir am Abend rattert es schon im Kopf, aber ich bin trotzdem positiv erschöpft, würde ich mal sagen, weil mir gibt es auch viel Mut. Ich kann mit Menschen sprechen, mit denen ich sonst vielleicht nicht so offen über meine Erfahrungen sprechen würde. Und ja, es ist einfach eine positive Sache. Auch dann am Abend irgendwie im Zelt zu pennen und mit wenig auszukommen, das erdet, glaube ich, uns alle so ein Stückchen. Und ja, und das erfordert auch Anerkennung von uns. Ich weiß ja, wie schwierig das ist. Mir fallen heute auch alle Steine runter. Ich bin ganz froh, dass wir heute hier viel Kontakt hatten. Gerade nach so einer langen Zeit, wo jetzt Corona war, finde ich es nochmal auch viel bewegender, ganz viele Menschen zu treffen und auch, dass wir wieder mit der Retour öffentlich fahren können.